Ich musste echt lange überlegen, wie ich das heutige Video genau in Angriff nehme. Denn GeForce Now, der Cloud Gaming Dienst von Nvidia, übertreibt es im August 2023 aber mal so richtig. Mehr als 35 neue Spiele wurden bereits jetzt für den laufenden Monat August angekündigt, darunter 22 Day-and-Date-Releases, endlich neue Microsoft-Spiele, genauer gesagt die von Bethesda, und natürlich auch noch mehr Überraschungen. Und alle GeForce Now-Nutzer und Nutzerinnen wissen ja, dass es die Spiele wochenweise gibt, sodass wir vermutlich auch den ein oder anderen Neuzugang haben werden, welcher jetzt noch gar nicht bekannt ist. Und jetzt kurz zu meinem Dilemma. Alle Ankündigungen und Spiele inklusive Beschreibung und Trailer bekomme ich einfach aus Zeitgründen nicht in diesem Video unter. Daher gibt es hier eine sehr große Auswahl, wie gewohnt, mit Infos zum Spiel, Preis, Termin und Trailer und diesmal ergänzt um Nennungen der weiteren Spiele am Ende des Videos. Ich hoffe, es gefällt euch trotzdem, denn es stecken auch hier wieder mehrere Stunden Arbeit drin. Und falls es euch gefällt, ihr wisst ja, was zu tun ist. Viel Spaß jetzt bei der XXL Spielevorschau August 2023 für GeForce Now. Baldur's Gate 3 ist nun in seiner finalen Version am 3. August erschienen und steht mittlerweile auch direkt via GeForce Now zur Verfügung. In einer Vorankündigung hat GeForce Now bekannt gegeben, dass man das Spiel innerhalb weniger Stunden nach Release von der Early Access Version zur finalen Version 1.0 patchen wollen würde, und das scheint man pünktlich geschafft zu haben. Knapp 3 Stunden nach internationalem Spielstart war es in Deutschland in Version 1.0 spielbar und sorgt seitdem für volle GeForce Now Server, sodass es bereits erste Meldungen der GeForce Now Server gibt, die vor hoher Wartezeit im Free Tier warnen. Daher mein Tipp. Wenn ihr dieses Rollenspiel tatsächlich via GeForce Now spielen wollt, macht es doch bitte nicht über die kostenlose Stufe bei GeForce Now. Gönnt euch für einen Zehner die Priority-Stufe, ihr werdet es nicht bereuen. Denn die kostenlose Version ist eine reine Demo und bringt nochmal nicht annähernd die Leistung, die GeForce Now bringen kann. Für User, die bisher nichts mit Baldur's Gate 3 anfangen können, das Spiel der Larian Studios ist ein storylastiges Rollenspiel. Im Dungeons & Dragons Universum kostet 59,99 € im Steam Store und wird hoch gelobt. WrestleQuest ist das ultimative Pro-Wrestling-Abenteuer und erscheint neu am 7. August 2023. Bestreite die Reise eines Helden in Legends. Mausere dich von einem aufstrebenden Neuling durch Training, Erfahrung, Glamour und Kämpfe zu einem der besten Profi-Wrestler weit und breit. In diesem ultimativen Pixel-Abenteuer trifft professionelles Wrestling auf Rollenspielelemente. Randy Savage und viele andere Ikonen führen dich zum Ruhm abseits des Rings. Die Reise dieses Helden ist nicht nur eine epische Quest, sondern eine Wrestle-Quest. Du wachst auf einem überwucherten Wolkenkratzerdach auf. Keine Menschenseele in Sicht. Cosmopolis, einst ein mächtiges Gebilde aus Metall und Glas, liegt in Trümmern und ist überflutet. Der jahrzehntelange Kampf zwischen Unicorp und den rivalisierenden Konzernen, die die Ideen des Transhumanismus verfolgen, scheint mit dem Zusammenbruch der Gesellschaft endgültig vorbei zu sein. Jetzt liegt es an dir, das Rätsel der letzten Tage der Zivilisation zu entschlüsseln und dein plötzliches Erwachen auch. Oder du baust dir deine eigene Zukunft auf und genießt die Aussicht auf das, was von der Menschheit übrig geblieben ist. I Am Future ist ein gemütliches Survival-Spiel, bei dem du dich in einer postapokalyptischen Stadt auf einem Dach häuslich einrichtest. Übe dich im Anbau und Kochen, gewinne Ressourcen aus zerlegten Geräten, rekrutiere niedliche Robotergehilfen und decke das Geheimnis hinter der Katastrophe auf. Das Spiel wird am 8. August neu im Early Access erscheinen. Entwickelt von Deck 13 kommt von Publisher Focus Entertainment am 10. August Atlas Fallen, ein großes Fantasy-Action-RPG mit halboffener Spielwelt und rassigen Hack-and-Slay-Kämpfen neu zu GeForce Now. In dem Spiel, welches bei Steam aktuell für 49,99 € zu haben ist, wartet ein zeitloses Land voller Gefahren, Rätsel und Fragmente der Vergangenheit auf dich. Gleite über den Sand, bezwinge legendäre Monster in spektakulären Kämpfen
Bändige den Sand, erschaffe mächtige Waffen aus ihm und nutze ihn, um deine Kräfte und Fähigkeiten voll zu entfalten. Erschaffe deinen eigenen Spielstil, indem du die Essenz deiner Gegner aufnimmst. Schmiede in einer packenden Geschichte ein neues Zeitalter der Menschheit, allein oder gemeinsam im kooperativen Modus. Sengoku Dynasty bietet einen spannenden Genremix aus Rollenspiel, Städtebau und Lebenssimulation gemischt mit Survival-Elementen in einer offenen Spielwelt und wird am 10.8. via Steam erscheinen und anschließend auch Day and Date für GeForce Now freigeschaltet. Erschaffe deine eigene Dynastie und werde ihr Anführer während der turbulenten Zeit des feudalen Japans. Spiele alleine oder im kooperativen Mehrspielermodus, in Ego-Perspektive oder in Third-Person-Ansicht. Baue dir ein Leben auf, kümmere dich um die Bevölkerung und schmiede in einer von Hungersnot und Krieg verwüsteten Region deine eigene Dynastie. Erkunde die wunderschön offene Welt, während du Rohstoffe sammelst, Gegenstände herstellst, jagst, baust oder Landwirtschaft betreibst, um zu überleben und deine Dorfgemeinschaft zu unterstützen. Bekämpfe hartnäckige Feinde, werde ein großartiger Anführer und beschütze, was du dir erschaffen hast. Tales and Tactics kombiniert Roguelike-Strategie mit truppenbasiertem Auto-Battler und schafft so ein einzigartiges, tiefes und reichhaltiges Erlebnis, das wie geschaffen ist für ein Einzelspieler-Abenteuer. Ohne Zeitlimit oder Druck hast du alle Zeit der Welt, um dich mit der Spielmechanik und den Charakteren vertraut zu machen und die richtige Strategie für die bevorstehenden Kämpfe auszuarbeiten. Dank eines schnellen und einfachen Tutorials und einer Mechanik, die zu Beginn einfach und zugänglich ist, kann jeder das Spiel erlernen. Das Spiel soll am 10. August in einer Early Access Version erscheinen und wird dann direkt zu GeForce Now hinzugefügt. Moving Out ist zurück und schräger denn je. Und jetzt auch online spielbar. Kehre nach Packmore zurück und beweise deine Umzugsfähigkeiten in verschiedenen brandneuen Dimensionen. Auch mit dabei ein paar wiederkehrende Lieblinge. Moving Out 2 ist der schräge Nachfolger des berühmten physikbasierten Umzugssimulators. Als Furniture Arrangement and Relocation Technician, kurz FART, zwinker zwinker, schlüpfst du alleine oder mit bis zu drei Freunden in die Smooth Moves Uniform, um den Einwohnern von Packmore und darüber hinaus beim Umzug zu helfen. Moving Out 2 wird am 15. August erscheinen und im Anschluss auch bald GeForce Now für eine Menge Spielspaß sorgen. Sammle Helden, wage dich aus den Kerkern von Castle Hammerwatch hervor und erkunde eine neue Welt. Hilf König Rolands, Widerstand und den Dorfbewohnern. Kämpfe gegen Bestien, besiege Horden von Untoten und bezwinge die Mächte des Bösen in dieser Ode an das klassische ARPG. Das ist Hammerwatch 2, welches ebenfalls am 15. August neu erscheinen wird. Wage das Abenteuer allein oder versammle andere um dich, um König Rolands Widerstand zu unterstützen und halt unterwegs den Dorfbewohnern zu helfen. Erkunde eine weite und dynamische Open World, reise über Hammer Island, die Fallow Fields und die dunklen Gebirgsregionen von Black Barrow. Erlebe eine Welt mit Tag-Nacht und Wetterverhältnissen, die dein Abenteuer beeinflussen werden. Und ebenfalls am 15. August wird Desynced neu veröffentlicht und via Steam zu GeForce Now kommen. Desynced ist ein Strategiespiel mit vollständig anpassbaren Einheiten und Verhaltensweisen. Sammle, baue, forsche und erkunde das Unbekannte. Enthülle das Geheimnis einer KI am Rande des Selbstbewusstseins und entdecke die versteckte Wahrheit in dieser Mischung aus Strategie und Automatisierung. Die Welt von Avernor ist zerbrochen. Du musst die Kraft eines Wayfinders nutzen, um das Chaos zu kontrollieren, welches die Welt überrannt hat. Schließe dich mit deinen Freunden zusammen, um deine Kräfte zu stärken und dein Online-Abenteuer mit einer großen Auswahl an Anpassungen zu gestalten, während du eine gewaltige Welt erkundest, wertvolle Materialien sammelst und Gegenstände herstellst. Werde zum Wayfinder, schalte Kräfte frei, wähle einen Pfad und Spielstil, halte Feinde in Schach, die die Welt übernommen haben. Kontrolliere das Chaos, während du die endlosen Abenteuer, die du mit Freunden erleben kannst, direkt beeinflusst und anpasst, denn Wayfinder sind zusammen stärker. Das Spiel erscheint ebenfalls neu am 15. August. 15 Jahre lang war Hush House eine Festung des Wissens. Und dann kam das Feuer. Die Sammlung ist ruiniert und der letzte Bibliothekar ist verschwunden. Nur du, mit deinen einzigartigen Talenten, kannst die Bibliothek wieder aufbauen.
Book of Hours ist ein elegantes, melancholisches, kampffreies Rollenspiel, spielend in einer okkulten Bibliothek von dem Hersteller von Fallen London, Zander Sea und dem Double BAFTA-nominierten Spiel Cultist Simulator. Das Spiel ist übrigens für den 17. August geplant. Ahoi, ihr verfluchten Piraten! Der Fluch der verlorenen Seelen liegt auf der mysteriösen Inselkette, die als die verlorene Karibik bekannt ist und unter dem Joch der ruchlosen Inquisition leidet. Für sie ist alles übernatürliche Frevel und Ketzerei und sie setzt ihr seelenverzehrendes Feuer ein, um verfluchte Piraten wie dich zur Strecke zu bringen. Das ist Shadow Gambit, The Cursed Crew, ein brandneues Stealth-Strategy-Spiel, was dich in eine alternative Version des goldenen Zeitalters der Piraterie entführt. Das Spiel wird am 17. August neu erscheinen und macht mit seiner Mischung aus gutem Gameplay und tollem Humor jetzt schon meine Menge Lust. Am 18. August wird das Spiel The Texas Chainsaw Massacre neu bei Steam erscheinen und kann momentan mit einem 10%igen Rabatt für 35,09 € bereits vorbestellt werden. Übernehmen in The Texas Chainsaw Massacre, einem asymmetrischen Third-Person-Horrorspiel, das auf dem revolutionären und ikonischen Horrorfilm von 1974 basiert, die Rolle eines Mitglieds der berüchtigten Schlechterfamilie oder eines ihrer Opfer. Um als Opfer nicht in die Fänge der Familie zu geraten, musst du klug und heimlich agieren und die nötigen Werkzeuge finden, mit denen du entkommen kannst. Als Mitglied der Familie musst du deine Gäste suchen und verfolgen und sie daran hindern zu fliehen. In The Texas Chainsaw Massacre können Spieler endlich herausfinden, ob sie das Zeug zum Überleben haben. Leckere Snacks, saubere Finger, Snacker, jetzt mit Durchblick. Egal ob Nüsse, M&Ms, Knickknacks oder ganz neu, die Snacker eigene Nussmischung mit Honigsalz Erdnuss. Ein echter Gamechanger. Jetzt 10% sparen mit dem Code ZWIEBAK. Snacker. Leckere Snacks. Saubere Finger. Führe deine Crew in der Roguelite Raumschiff Koloniesimulation Jumplight Odyssey auf einer wagemutigen Reise durch das All zum Heiligtum des Sterns der Ewigkeit. Entkomme aus den Klauen von Admiral Voltan und den kriegerischen Zutupanen, während du auf den vielen Decks deines Raumschiffes baust, reparierst, beförderst, verteidigst und erweiterst. Dein Heimatplanet wurde zerstört und dein Volk ist verloren. Nun liegt es also an dir, auf einem gewagten Abenteuer quer durch die Galaxie dafür zu sorgen, dass die Hoffnung zuletzt stirbt. Und ein Schwein kommt ebenfalls vor. Und du kannst das Schwein sogar streicheln. Mehr musst du eigentlich gar nicht wissen, außer das Spiel wird im Early Access neu am 21. August erscheinen. Von Milestone erscheint am 24. August mit Ride 5 ein weiteres Motorradrennspiel. Lass deinen Motor aufheulen und mach dich bereit, mit Ride 5 auf die Strecke zu gehen. Ein adrenalingeladenes Spielerlebnis, das dir das authentische Gefühl gibt, mit halsbrecherischer Geschwindigkeit Rennen zu fahren. Finde deine Lieblingsmotorräder und entdecke neue im ultimativen Motorradspiel. Fahre auf über 35 Strecken und sammle mehr als 200 Motorräder von weltbekannten Herstellern. Jedes Element ist so gestaltet, dass es sich anfühlt, als würdest du ein echtes Motorrad fahren. Das Spiel kommt via Steam zu GeForce Now und kann bereits für knapp 60 € vorbestellt werden. Sea of Stars kommt nicht nur direkt zum Release am 29. August in den Game Pass und PlayStation Plus Premium, sondern auch via Steam zu GeForce Now. Sea of Stars erzählt die Geschichte zweier Kinder der Sonnenwende, die mit der Macht der Sonne und des Mondes die Magie der Finsternis beherrschen. Jene Magie ist die einzige Kraft des Universums, die den monströsen Kreationen des unheilvollen Alchemisten, bekannt als der Flashmancer, Einhalt gebieten kann. Erlebt spannende, rundenbasierte Kämpfe, Treffer mit Timing, Combo-Angriffe, Boosting, Schadensarten und Zauberbrechen. Sea of Stars ist ein Abenteuer voller Geschichten. Dutzende Charaktere und Handlungsstränge sorgen für eine faszinierende Reise. Die Trine-Reihe kehrt mit ihrem bisher größten Abenteuer zurück. Bei ihrem 5. Auftritt bekommen es die Helden von Trine mit niederträchtigen Schurken zu tun, die das Königreich an sich reißen wollen. Hat das letzte Stündlein der Welt von Trine geschlagen? Trine 5, A Clockwork Conspiracy von THQ Nordic erscheint neu am 31. August und wird via Steam auch bei GeForce Now spielbar sein.
Irrenanstalt Millhaven 1979. Ein okkultes Ritual geht schrecklich schief und tötet alle, bis auf ein Mitglied einer einst prominenten Familie. Der Fall blieb jahrzehntelang ungelöst liegen, bis die furchtlosen, anonymen Wahrheitssucher einschritten. Jetzt bist du durch den böswilligen Spielleiter eingesperrt und gezwungen, am Ritual der Täuschung teilzunehmen. Deceit 2 ist ein Deduktionshorrorspiel für 6 bis 9 Spieler, bei dem 2 von euch infiziert wurden. Während die Infizierten den Anweisungen des Spielleiters folgen, müssen die Unschuldigen zusammenarbeiten, um dem Ritual zu entkommen und gleichzeitig durch Deduktion herausfinden, wer ein Komplott gegen sie schmiedet. Wem kannst du also vertrauen? Das Spiel wird am 31. August veröffentlicht und erscheint via Steam für GeForce Now. Durch eine außerirdische Invasion wurde die Menschheit in 7 Fraktionen mit unterschiedlichen Ideologien aufgeteilt. Führe deine Fraktion, um die Erde zu einen, das ganze realistisch simulierte Sonnensystem zu beherrschen und die Flotten des Feindes in taktischen Gefechten zu vernichten. Das ist Terra Invicta, ein Strategiespiel aus dem Jahr 2022, welches via Epic Games Store im Laufe des August 2023 auch bei GeForce Now gespielt werden kann. Wer kennt es nicht? Wer hat es gegebenenfalls noch auf keiner anderen Plattform? Wreckfest ist ein Destruction-Rennspiel mit der Garantie auf Spaß, Action, schrottreife Karren und weckt zumindest bei mir jede Menge Stadia-Erinnerungen. Denn auch bei Googles ehemaligen Cloud-Gaming-Dienst war Wreckfest spielbar. Im August 2023 wird das Spiel auch via Epic Games Store bei GeForce Now unterstützt, sodass ihr eine Store-Auswahl und Plattform mehr habt, um zu zocken. Außerdem hat GeForce Now bereits jetzt verschiedene Spiele von Bethesda für August 2023 angekündigt. Namentlich erwähnt man in dem Blogbeitrag Doom, Quake und Wolfenstein. Zwar sagt man nicht, welche Teile der Franchises zu GeForce Now kommen werden, auch gibt man noch nicht bekannt, wann die Games spielbar sein sollen. Aber so wie man es formuliert, könnte es theoretisch auch sein, dass sogar noch mehr Spiele von Bethesda oder gar mehrere Teile der genannten Serien zu GeForce Now kommen. Ob die Spiele via Steam bei GeForce Now implementiert werden, ob dies die ersten Spiele aus deren Arbeit befindlichen Microsoft Store Integration sein werden, oder bereiten Microsoft und GeForce Now gegebenenfalls vielleicht schon den Release des PC Game Passes vor. Noch gibt es dazu leider keine weiteren Infos. Ich werde euch aber natürlich in den kommenden Wochen noch genauer informieren. Und jetzt, wie versprochen, die weiteren Spiele im August bei GeForce Now, die ich aus Zeitgründen, also aus Mangel an Zeit, leider nicht ausführlich beschreiben kann. Da hätten wir The Cosmic Wheel Sisterhood, ein Visual Novel, dieses erscheint am 16. August via Steam. Am 17. August wird Gord erscheinen, das ist ein Singleplayer-Abenteuer-Strategiespiel. Bomb Rush Cyberpunk ist ein abgedrehtes und buntes Action-Adventure und wird am 18. August neu erscheinen. Blasphemous 2 von Team 17 wird neu am 24. August via Steam zu GeForce Now kommen. Erfinde die ultimativen Minifigurenkämpfer in LEGO Bros, welches im August via Epic Games Store zu GeForce Now kommen wird. Das Taktikspiel Regiments kommt ebenfalls via Steam zu GeForce Now. Session ist eine Skate-Simulation, wurde von Skatern für Skater entwickelt und soll im August via Epic Games Store neu zu GeForce Now hinzugefügt werden. Smarland Survive the Wilds ist bereits via Steam bei GeForce Now spielbar, im August wird auch noch die Epic Games Store Version unterstützt. Warworld ist ein Mining Roguelite mit Tower Defense Elementen und wird mittels Steam Client zu GeForce Now kommen. Inkbound, ein Multiplayer Co-op Roguelite Rollenspiel, erscheint im Laufe des August ebenfalls für GeForce Now, falls ihr euch das Spiel bei Steam kauft. Und über den Epic Games Store wird im August außerdem noch das Spiel Wild West Dynasty neu für GeForce Now erscheinen. Shrine 5, Atlas Fallen, Sengoku Dynasty, Moving Out 2, The Texas Chainsaw Massacre, Shadow Gambit, Doom, Wolfenstein und Quake und vor allem natürlich Baldur's Gate 3, welches für Wartezeiten bei GeForce Now sorgt. Highlights und auch viele Indie-Titel gibt es mehr als genug im Sommermonat August 2023 bei GeForce Now.
ein fettes Line-Up an tollen und vor allem an vielen Spielen für alle Freunde des Cloud Gamings. Ich bin gespannt, ob das der Auftakt für einen heißen Herbst bei GeForce Now sein wird und vor allem, wie die Bethesda-Titel dann zu GeForce Now kommen werden. Startet man bei diesen Games mit der Steam-Version? Oder sind das vielleicht die ersten Testballons für die geplante und kommende Microsoft Store-Integration? Können wir uns also Hoffnungen auf einen Day-and-Date-Release von Starfield via GeForce Now im nächsten Monat vielleicht sogar mit dem versprochenen PC-Game Pass machen? Wie sind eure Meinungen dazu und vor allem, was zockt ihr konkret von den August-Spielen bei GeForce Now? Die Auswahl ist ja einfach nicht kleiner geworden. Wenn ihr dieses Video seht, bin ich übrigens schon in meinem wohlverdienten Sommerurlaub, was mich aber nicht davon abhalten wird, fleißig eure Kommentare zu lesen. Also sorgt für Urlaubslektüre, bleibt sauber und kommt gut durch den Sommer. Ciao! Dieses Video ist eine Produktion der Beautiful People Content Creation. Produziert mit Liebe und Leidenschaft, eigenem Equipment, unabhängig. Für euch aus Dresden in die Welt. Musik von Deichkind und Geek Music. Zwieback.